Für dieses Video hat mir Maono den Kopfhörer AUMH601 zur Verfügung gestellt. Maono bezeichnet das selbst als Studio-Kopfhörer und mein letztes Maono-Produkt, das ich mal getestet hatte, war ein Mikrofon, also passt das irgendwie gut zusammen. Das Mikrofon selber hatte ich allerdings als eher schlecht bewertet. Schauen wir uns nach dem Intro an, was der Kopfhörer kann. Den Kopfhörer gibt es in drei Farben. Ich habe es klassisch in Schwarz bekommen. Ehrlich gesagt fand ich den Ton so dünn, dass ich gedacht habe, meins wäre kaputt gewesen und habe mir von Maono nochmal einen schicken lassen. Ja, aber der war ähnlich dünn. Was meine ich mit dünn? Also irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt kein guter Bass durch. Ich habe aber diese Kritik nirgends anders gelesen. Und das kann natürlich auch sein, dass alle anderen Kopfhörer, die ich habe, einfach zu basslastig sind. Und wenn ich den dann im Kontrast höre, hört sich das halt relativ dünn an. Ihr müsst natürlich nicht meinem Urteilsvermögen trauen, ich habe jetzt mal folgendes Experiment gemacht. Ich habe einfach die Kopfhörer mit einer Ohrmuschel an mein Rode NT1 Mikrofon gehalten und das aufgenommen. Den Unterschied könnt ihr jetzt hören, am besten ihr setzt natürlich Kopfhörer auf. Ja, aber hören ist jetzt nicht so meine Stärke. Ich kann jetzt also nicht sagen, ob das ein toller Studio-Kopfhörer ist. Auf der anderen Seite, wer richtig guten Studio-Kopfhörer haben will, der wird wohl keinen hier für 40, 50 Euro von Maono kaufen. Was ist zu dem Kopfhörer noch zu sagen? Der hat ein interessantes Feature. Ich kann nämlich einen zweiten Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkeranschluss daran anschließen. Das funktioniert im Test auch soweit gut. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Handy, einen Computer und zwei Personen können mithören. Das mitgelieferte Kabel ist auch recht interessant, denn das hat einen großen Klinke- und einen kleinen Klinkestecker auf beiden Seiten. Das lässt sich also flexibel an- und abschrauben. Sehr positiv hervorzuheben ist auch noch der Tragekomfort. Selbst wenn ich das stundenlang auf hatte, hat es nirgendwo gedrückt. Da habe ich schon wirklich schlimme andere Kopfhörer gesehen. Was mir auch gut gefällt, aber das ist jetzt so ein bisschen, naja, kommt halt drauf an, wie man es verwendet. Es hat glatte Flächen an den Seiten, also an den Ohrmuscheln, und daran kann ich dann zum Beispiel das ModMic ganz gut befestigen. Mich würde mal in den Kommentaren interessieren, ob ihr mit dem Ton ein ähnliches Empfinden hattet wie ich, dass der sich ein bisschen dünn angehört hat. Wenn ihr das Ding kaufen wollt, naja gut, ihr habt ja immer die Möglichkeit, das Ganze zurückzugeben bei Amazon, wenn ihr einfach Qualität ungenügend angibt, dann ist die Rücksendung auch kostenlos und das wäre ja hier zumindest nachvollziehbar, wenn ihr den Eindruck habt, dass der Ton nicht richtig wiedergegeben wird. Die Verarbeitungsqualität, finde ich, kann sich sehen lassen. Es knarzt nichts, es ist also kein unschönes Geräusch zu hören, wenn man das Ding trägt. Es ist sauber verarbeitet, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts zu meckern gehabt. Wie gesagt, wenn ihr so ein Ding habt, dann bitte mal in die Kommentare, ob ihr ähnliche Empfindungen beim Ton habt. Ansonsten kommt jetzt der Outro.